Willkommen zu diesem Video, in dem ich nochmal genauer auf das Thema Lernen mit und über KI eingehen möchte. Denn klar, momentan befinden wir alle uns in einer großen Erprobungs- und Experimentierphase. Und das sollten wir natürlich auch fördern, wenn es um das Thema KI und Sprachmodelle geht. Und da helfen uns natürlich auch, es soll nicht immer um Tools und Plattformen gehen, aber es ist so, es helfen uns eben konkrete Tools und Plattformen dabei, Erfahrungen zu sammeln und weg vom Versionswissen über die neuesten verfügbaren Tools und ihre Versionen hin zu einem methodischen Wissen zu kommen. Und der Frage, wie können wir eigentlich künftig KI bzw. Sprachmodelle in unseren Unterricht und in Schulentwicklungen einbinden? Warum hole ich so weit aus? Einfach deshalb, weil schon Tools existieren, mit denen Kollegien, mit denen wir alle Erfahrung sammeln können. Und darauf möchte ich heute etwas genauer eingehen. Denn gerade das Thema Feedback und Lernbegleitung ist, wie ich vorher auch schon sagte in früheren Videos, ein Thema, in dem wir als Lehrkräfte hohe Ansprüche an uns und den Unterricht haben, Schülerinnen und Schüler individuell in ihrem Lernen zu begleiten, ihnen Rückmeldungen auf beispielsweise erstellte Lernprodukte zu geben, aber zugleich auch häufig an unserem eigenen Anspruch scheitern. Einfach schon deshalb, weil wir unmöglich 30 Schülerinnen und Schülern in einer 7. oder 8. Klasse in jeder Stunde wenigstens auch nur ein kurzes Feedback zu ihren erstellten Lernprodukten geben können, selbst wenn wir es wollen. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel, wo Sprachmodelle, künstliche Intelligenz uns in Zukunft sicherlich werden unterstützen können. Und gerade FITA-AI als Feedback-Tool bietet genau hier den passenden Ansatz, Erfahrungen zu sammeln, Einblicke zu gewinnen, gemeinsam auszuprobieren und schon jetzt auch die Vorteile eines Sprachmodells ganz gezielt im Unterricht nutzen zu können. Und darauf möchte ich etwas genauer eingehen, denn in meinen Augen lohnt es definitiv einen genaueren Blick rein, FITA-AI auszuprobieren, zu nutzen und, wie ich es hier jetzt gerade zeige, ganz einfach im Unterricht anwenden zu können. FITA-AI baut darauf auf, eine Aufgabe zu erstellen, Bewertungskriterien vorzugeben, gegebenenfalls auch ein Material dazu zur Verfügung zu stellen. Das sieht man hier am Beispiel einer Zusammenfassung links zu sehen. Und anschließend die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler mit konkretem Feedback, das auf den von mir eingegebenen Bewertungskriterien beruht, zu versehen. Und in meinen Augen sollte es hier gar nicht aufhören, sondern beginnt die eigentliche Arbeit erst, sich dann mit den Texten und dem vom Sprachmodell bzw. von FITA gegebenen Feedback auseinanderzusetzen. Und in einem vorherigen Video, das ich auch hier oben verlinke, habe ich schon genau gezeigt, wie FITA funktioniert. Es ist unglaublich einfach und eingängig. Einen Hinweis möchte ich aber noch vorweggeben zum Thema Versionswissen. Nämlich FITA-AI ist jetzt auch multimodal. Und das ist eine Funktion, die in ganz vielen Fortbildungen, die ich zum Thema gegeben habe, immer wieder als Frage kam. Schön und gut, aber funktioniert es nur mit geschriebenen Texten? Was ist denn mit Diagrammen, mit Statistiken oder auch im Geschichtsunterricht mit Geschichtskarten oder in Erdkunde beispielsweise? Mit Karikaturen, mit Comics etc. Kann ich darauf kein Feedback geben? Nein, bisher ging es nicht. Aber jetzt ist es in FITA möglich und da möchte ich doch nochmal genauer einen Blick drauf werfen, dass wir einfach mal gemeinsam reinschauen, wie FITA-AI multimodal funktioniert und das möchte ich einmal ganz kurz mit einem kleinen Exkurs in FITA-AI auch direkt praktisch zeigen. Wenn ich in FITA eingeloggt bin, dann kann ich entweder über Aufgabe erstellen, eine neue Aufgabe erstellen, was ich jetzt für beispielsweise eine Geschichtskartenanalyse über die Lehreraufgabe machen würde, um dann meine Kriterien für die Analyse einer Geschichtskarte erstmal einzufügen. Ich habe aber schon eine solche Aufgabe vorbereitet. Es geht um Russland um 1900, Thema russische Revolution in der Oberstufe und kann jetzt hier mit Kriterien, die ich bereits vorbereitet habe, die ich dann später natürlich auch für folgende Aufgaben zu Geschichtskarten einfach kopieren kann, arbeiten. Ich habe das Ganze schon einmal getestet, gehe aber jetzt in den Bearbeitungsmodus, habe hier den Namen, habe hier die Jahrgangsstufe, die Aufgabenstellung, das ist eine Geschichtskarte aus unserem Geschichtsbuch Zeit für Geschichte Oberstufenband, der sich um die russischen Revolutionen dreht und habe anschließend einfach nur testweise
Kriterien eingefügt, die gleichzeitig auch schon so eine Art Erwartungshorizont beinhalten. Etwas, was ich mir durchaus für Vita auch wünschen würde, dass man einen Erwartungshorizont hinterlegen kann, weil beispielsweise bei Geschichtskarten schon relativ klar ist, in welche Richtung die Analyse gehen sollte und ich damit ja vielleicht auch das Feedback schon etwas vorentlasten kann, gerade auch inhaltlich und nicht rein kriterial beispielsweise auf die Beschreibung der Karte bezogen. Wie kann ich jetzt hier ein Material wie eine Geschichtskarte hinzufügen? Es ist ganz einfach. Das mache ich hier unten über die Materialfunktion, wo ich bislang nur Texte reinkopieren konnte und tippe hier auf Insert Image und kann dann eine Datei auswählen. In dem Fall nehme ich die Geschichtskarte aus unserem Geschichtsbuch mit freundlicher Erlaubnis des Westermann Verlags, wie ich hier auch betonen kann. Denn das ist ja genau diese Verbindung von Unterrichtspraxis und Ausprobieren, die wir einfach brauchen. Und wenn ich multimodale Funktionen ausprobieren will, dann muss ich natürlich auch versuchen, mal wie es ist, eigentlich mit Geschichtsbüchern hier zu arbeiten. Und wie man gesehen hat, das funktioniert ganz wunderbar. Über einen Klick auf den Mülleimer kann ich das Bild auch wieder löschen, wenn ich möchte. Ich habe jetzt das Material hinterlegt. Ich habe hier Kriterien hinterlegt und so ansatzweise mögliche Erwartungshorizontpunkte, wobei das Limit aber bei 500 Zeichen momentan liegt bei Fiete und kann jetzt die Änderungen speichern. Und so würde jetzt die Schüleraufgabe aussehen, wenn ich die öffne. Ich nenne mich einfach Hauke Test, tippe auf Los geht's. Sehe als Schüler jetzt hier meine Aufgabe, sehe die Feedback-Kriterien. Das hatte ich so eingestellt, dass die auch mit angezeigt werden. Natürlich kann ich die ganz genauso auch über Bearbeiten, Verteilen sagen, Feedback-Kriterien sollen nicht sichtbar sein. Dann würde ich die hier natürlich auch nicht sehen, was im Falle von hinterlegten Erwartungshorizont-Aspekten natürlich sinnvoll wäre. Und sehe dann hier das Material. Wenn ich jetzt hier eine mögliche Schülerlösung reinkopiere, dann sehe ich zunächst, und das ist vielleicht noch ein Detail, was interessant ist, was vielen immer nicht ganz auffällt, unten rechts, wenn ich es denn aktiviert habe, die Rechtschreib- und Grammatikprüfung, kriege in diesem Fall aber nur Begriffe angezeigt, die vermutlich geografischer Art und einfach nicht bekannt sind. Hier würden aber Rechtschreib- und Grammatikfehler angezeigt werden, sofern ich das denn bei der Aufgabenerstellung aktiviert habe. Ich als Schüler würde jetzt nach Schreiben meiner Hausaufgabe beispielsweise oder meiner Analyse im Unterricht auf Fiete gib mir Feedback klicken und erhalte dann auf meine Abgabe ein Feedback. Das dauert mal kürzer und mal länger. In der Regel funktioniert es aber sehr, sehr gut. Es kann nur manchmal, ist so meine Erfahrung, gerade vormittags zu Unterrichtsstoßzeiten auch mal zu etwas längerer Analyse kommen. Das ging jetzt aber sehr, sehr schnell. Und was wir hier sehen, ist jetzt die Rückmeldung von Fiete, auf die ich erstmal gar nicht genauer eingehen möchte. Interessant wäre jetzt zu prüfen, und das werde ich im Unterricht auch genauso machen, dass wir sehr genau schauen werden, inwiefern bezieht sich das Feedback jetzt auf meinen eingegebenen Erwartungshorizont bzw. meine Kriterien oder inwiefern kann eben Fiete auch wirklich bezogen auf das grafische Material, also diese Geschichtskarte, konkretes Feedback geben. Und das wird natürlich eine sehr spannende Aufgabe, auch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu machen. Was ich aber zeigen wollte, ist, dass ich in der Aufgabenerstellung jetzt als Lehrer Material hinterlegen kann, multimodal, also eben auch Abbildungen, Geschichtskarten, Statistiken und andere Abbildungen und mit diesen jetzt gearbeitet werden kann. Und das ist natürlich eine ganz wunderbare Änderung. Wie wir also in dem kurzen Exkurs jetzt gerade eben gesehen haben, ist die multimodale Funktion von Fiete AI sehr, sehr einfach zu nutzen und auch sehr eingängig. Und ich denke, daraus werden jetzt sehr viele Ideen entstehen, natürlich fachspezifisch, unterrichtsspezifisch, wie sich diese neuen Möglichkeiten nutzen können. Vor allem aber eignet sich die Funktion wunderbar, um noch mehr Erfahrung zu sammeln im Umgang mit Sprachmodellen und ihren multimodalen Fähigkeiten. Ich möchte aber beim Thema Feedback bleiben und zum Abschluss vor allem auf 5 Punkte eingehen, die sich in meinen Augen mit und durch Fiete AI in den letzten Monaten deutlich verändert haben, vor allem auch mit Blick darauf, wie Sprachmodelle, wie KI uns beim Thema Feedback und Lernbegleitung unterstützen können. Und das ist zum einen und vor allem, denke ich, auch einer der wichtigsten Punkte, dass die individuelle Unterstützung mithilfe eines Sprachmodells deutlich besser, präziser und vor allem auch umfassender möglich ist, also echte Lernbegleitung, als es vorher durch mich persönlich der Fall gewesen wäre. Und das möchte ich am Beispiel eines Lernprodukts nur exemplarisch verdeutlichen, einer Schülerin,
nennen wir sie Anna und ihre Hausaufgabe. Es geht um eine Zusammenfassung und was der Punkt individuelle Unterstützung hier bedeutet und welche Implikationen er für die folgenden vier Punkte, die ich nennen möchte, hat, das werde ich jetzt mal praktisch konkretisieren. Eine ganz typische Schreib- und Übungsaufgabe ist das Verfassen einer Zusammenfassung. Gerade auch im Grundkurs Geschichte in der Oberstufe immer wieder ein größeres Thema, wenn es darum geht, dass wir beispielsweise nur einmal pro Woche Unterricht haben, aber wir auch mit komplexeren Quellen natürlich arbeiten wollen und müssen und dann oft der AFB 1 die Zusammenfassung erstmal, also das Grundverständnis mit Blick auf eine Textquelle, als vorbereitende Hausaufgabe beispielsweise erstellt wird. Diese Aufgabe hätte jetzt natürlich individuell, alleine und ohne meine Unterstützung geschrieben werden können. Dann hätten wir sie in der folgenden Stunde natürlich miteinander besprochen. Aber so kommt mit Vita AI eine Unterstützung ins Spiel, die die Schülerinnen und Schüler sehr zu schätzen wissen. Und wie man hier schon sieht, hat die Schülerin unterschiedliche Rückmeldungen erhalten zur Zusammenfassung bzw. den Kriterien einer guten Zusammenfassung. Und wir sehen hier die kleinen schwarzen Balken. Sie hat dann von der ersten zur zweiten Abgabe auch die Verbesserungs- und Überarbeitungsmöglichkeit genutzt und hat mit diesem Text nochmal gearbeitet. Das kann man auch hier sehen im Vergleich mit der ersten Abgabe, den ich mir in Vita anzeigen lassen kann. So hat sie zum Beispiel das Feedback aus dem Punkt 2, nämlich den Konjunktiv zu verwenden, um die sprachliche Distanzierung zur Quelle herzustellen, genutzt und überarbeitet und hat hier in ihrem Text überall die entsprechenden sprachlichen Formulierungen angepasst. Das ist nur ein Beispiel, das ich einfach rein exemplarisch zeigen möchte, das aber schon zeigt, dass sie jetzt zu Hause die Gelegenheit hatte, selbstständig an ihrer Quelle, an ihrem Text zu arbeiten und diesen schon zu verbessern und es jetzt nicht darauf ankam, dass wir im Unterricht beispielsweise genau auf dieses Thema kommen und sie dann vielleicht mehr oder weniger zufällig die Gelegenheit bekommt, ihre Aufgabe zu überarbeiten. Hier hat sie schon zu Hause ein konkretes Feedback bekommen und konnte diesen Aspekt, den sie vielleicht auch einfach nur vergessen hat, selbstständig noch ergänzen. Und das ist das, was ich mit individueller Unterstützung meine. Das ist etwas, was ich in einem Kurs mit 20 Personen sicherlich in dieser Form so detailliert nicht hätte leisten können. Und das führt mich auch schon zu den weiteren Punkten. Ich möchte aber noch ein weiteres Beispiel zeigen anhand eines anderen Kurses und einer anderen Aufgabe. Und zwar ging es hier nicht um eine Zusammenfassung und das Befolgen exakter Kriterien, sondern vielmehr um eine historische Erläuterung, also eine ausführliche Erklärung, die auch stundenübergreifend angelegt war, weil es darum ging, die Unterrichtsthemen der letzten Wochen zu bündeln in einer genaueren Erklärung. Und hier kann man dann sehr schön sehen an der Abgabe eines Schülers, dass er inhaltlich vor allem überarbeitet hat, also weniger sprachlich, und Erklärungen eingefügt hat, vor allem auch nochmal eine abschließende Zusammenfassung dann erstellt hat, nämlich genau das, was ihm vorher auch im Feedback von Fiete genannt wurde. Und man dann auch sieht, dass er hier sich deutlich von der Abgabe 1 zur Abgabe 2 verbessern konnte, nämlich genau in diesem Punkt auch noch einen runden Abschluss seiner Erläuterung zu schreiben. Und das hätte er natürlich so nicht schon vor dem Unterricht und dem gemeinsamen Vergleichen oder Vorstellen des Textes machen können. Hätte er sich im Unterricht beispielsweise nicht gemeldet, seinen Text nicht vorgetragen, wäre es vielleicht gar nicht offensichtlich geworden, dass ihm hier wichtige Elemente einer guten Erläuterung fehlen. Und er hätte diesen Text wieder ungewürdigt, eventuell auch, weil ich es nicht geschafft hätte, alle Texte zu korrigieren, mit nach Hause genommen. Und das ist genau das, was ich eben exemplarisch mit diesen zwei Schülerinnen und Schülerarbeiten zeigen möchte. Die individuelle Unterstützung, die hier geboten wird, zum Beispiel bei Schreib-, bei Lernaufgaben, die eben nicht unmittelbar in der Unterrichtszeit stattfinden. Und das bietet natürlich vielfältige Möglichkeiten. Und darauf möchte ich in den nächsten vier Aspekten eingehen, die mich zum Thema Vita AI, Feedback und Lernbegleitung mit Sprachmodellen beschäftigen. Denn, um es nochmal zu bündeln, mit dem Aspekt der individuellen Unterstützung kommen natürlich weitere Punkte ins Spiel. Und das ist das, was ich gerade eben schon gezeigt habe und was ich im wahrsten Sinne dessen, was Hattie so geprägt hat als Begriff im Unterricht, aber auch ganz praktisch verstehe. Denn mit Vita AI wird Lernen sichtbar gemacht. Das habe ich gerade eben an den zwei Beispielen gezeigt. Ich als Lehrperson, aber auch die Schülerinnen und Schüler und der ganze Kurs können sehen, wie eine Aufgabe be- und überarbeitet wurde, was verbessert wurde und
Natürlich ist es so, dass wenn ich das unmittelbare Feedback erhalte, verbessere den Indikativ hin zum Konjunktiv, dass das noch kein unmittelbares Lernen im Sinne von Vernetzung und sich merken und anschließend auch wieder anwenden können ist, aber dass ich natürlich sehe, hier wurde ein konkreter Text so überarbeitet, dass der Schülerin ihre fehlerhafte Stelle aufgefallen ist und sie anschließend es auch korrekt überarbeitet hat, also in der Lage ist, es zu überarbeiten. Und das ist schon etwas, was wir im Unterricht eventuell gar nicht geschafft hätten. Lernen sichtbar machen bedeutet für mich auch inhaltlich anhand der Erläuterung, die ich gerade zeigte, dass der Schüler nochmal an seinen Text rangeht und schaut, wo kann ich noch besser erklären. Da fehlt offensichtlich ein runder Abschluss, also schreibe ich noch ein schönes Fazit. Und das wird ihm sicherlich anschließend auch in Erinnerung sein, wenn es eben konkret thematisiert wurde im Rahmen einer Hausaufgabe beispielsweise. Des Weiteren geht es natürlich darum, die Frage, naja, wie nutzen wir eigentlich unsere Lernzeit? Und was ich feststelle, was aber auch viele andere schon angesprochen haben, Kolleginnen und Kollegen, ist, dass mit einem Tool wie Vita AI die Lernzeit sehr effektiv genutzt wird. Und das verstehe ich gar nicht im betriebswirtschaftlichen Sinne oder im Sinne einer Ökonomisierung, sondern im Wortsinne dessen, nämlich die richtigen Dinge machen. Man könnte auch den Effizienzbegriff bemühen, die Dinge richtig machen, also einfach die uns zur Verfügung stehende Lernzeit gut zu nutzen. Und das ist mit Vita AI sehr offensichtlich. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich deutlich intensiver, tiefgehender und in meinen Augen auch konzentrierter mit den ihnen gegebenen Aufgaben, wie zum Beispiel der Funktion und dem Inhalt einer Zusammenfassung oder einer Erläuterung, was ich gerade zeigte, und sind sehr intensiv dabei zu schauen, welches Feedback bekomme ich, wie kann ich damit meine Texte verbessern, also lernen mit KI. Gleichzeitig aber, und das finde ich besonders spannend für den Unterricht, versuchen Sie immer auch Fehler nachzuweisen, Schwächen des Sprachmodells, zu schauen, wo ist dieses Feedback vielleicht sogar absurd oder redundant oder wiederholt sich auch bei der zweiten Abgabe, obwohl Sie doch alle angemerkten fehlerhaften Bereiche verbessert haben. Sind also immer auch dabei, über ein Sprachmodell, wie in dem Fall hier ChatGPT, zu lernen. Und das ist für mich eine sehr, sehr schöne Verbindung von Lernen mit und über KI, die hier momentan schon möglich ist. Im Kern geht es mir aber darum, dass ich, wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, feststelle, dass deutlich intensiver mit den Texten gearbeitet wird. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den nächsten Punkt, nämlich den Wert von Lernaufgaben. In meinen Augen kommen wir weg von der, naja, sagen wir mal, Hausaufgabe als Selbstzweck und kommen hin zu einer sinnvolleren Lernaufgabengestaltung durch die individuelle Unterstützung beim Schreiben, durch das Feedback mit Vita AI. Dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler sich deutlich intensiver mit den Aufgaben und Inhalten beschäftigen und meiner Erfahrung nach auch unabhängig vom individuellen Leistungsniveau, hin dazu, dass eine Aufgabe wie eine einfache Zusammenfassung wieder einen neuen Wert erhält, nämlich dass den Schülerinnen und Schülern sehr klar wird, hier geht es darum, einen Text, eine Quelle überhaupt erstmal zu verstehen. Und diese Zusammenfassung wird anschließend auch zusammen mit Fiete im Unterricht thematisiert. Wir sprechen darüber, welches Feedback habt ihr bekommen, was habt ihr verbessert. Mein Lehrer kann sehen, wie ich meinen Text überarbeitet habe. Wir können das im Unterricht auch gemeinsam besprechen. Und so nutze ich es zum Beispiel immer, dass wir zu Stundenbeginn ausgewählte Fiete-Ergebnisse an den Beamer werfen, natürlich nach Einverständnis der Schülerinnen und Schüler, und dann gemeinsam besprechen, welches Feedback wurde gegeben, was wurde verbessert und dann immer auch ins Gespräch darüber kommen, wie hat eigentlich das Sprachmodell hier gearbeitet, also das Lernen über KI mit einbinden. Für mich eine deutliche Steigerung des Wertes der Aufgaben und auch als jemand, der Hausaufgaben sehr, sehr kritisch sieht, weil sie oft als Selbstzweck gegeben werden, keine echte Funktion haben, habe ich hier hoffentlich geschafft, mal ein Beispiel zu zeigen, wie auch eine Hausaufgabe sinnvoll im Sinne eines stundenverbindenden Elementes zum Beispiel gestaltet werden kann, erst durch diese Unterstützung, die Fiete bietet. Das hat natürlich auch methodische Implikationen. Denn ich denke, die ersten Erfahrungen haben schon gezeigt, dass die deutlich intensivere Arbeit mit den eigenen Texten, die mit Vita AI einhergeht, auch deutlich mehr Zeit als vorher erfordert. Und das sprengt natürlich den Rahmen der klassisch angelegten Unterrichtsstunden, was ich ganz bewusst in Anführungszeichen sage, und hat methodische Implikationen. Für mich zum Beispiel bedeutet es, dass wir häufig
in einer Hausaufgabe anfangen, beispielsweise wie bei der gerade gezeigten Zusammenfassung, dann in der nächsten Stunde zu Stundenbeginn diese größer thematisieren, länger darüber sprechen, welches Feedback wurde gegeben, welche Kriterien sind zu beachten, wie ist auch das Feedback des Sprachmodells einzuschätzen und dann die eigentliche Überarbeitungsphase beispielsweise im Unterricht erst erfolgt, begleitet durch mich und ich kann dann rumgehen und kann auf Basis meiner Einblicke in Fiete zum Beispiel auch schwächeren Schülerinnen und Schülern, die vielleicht grundsätzlichere Probleme auch sprachlicher Art haben, deutlich individueller helfen. Andersherum kann es aber auch bedeuten, dass ich zum Beispiel im zweiten Teil einer Doppelstunde schon anfange mit dieser Aufgabe, Version 1 geschrieben wird, anschließend das Fiete-Feedback zum Abschluss der Stunde erfolgt, wir es gemeinsam als abschließende Phase kurz und knapp besprechen, um dann als Hausaufgabe die Überarbeitung auf Basis des Fiete-Feedbacks einzuplanen. Beides sind natürlich gewisse Veränderungen im Vergleich zu einer klassischen Hausaufgabe. Und jetzt macht ihr mal zu Hause oder arbeitet mit dieser Quelle, nämlich im Unterricht vor oder im Unterricht auch sehr konsequent und konkret nachbearbeitet. Und das sind Implikationen, die wir unbedingt beachten sollten. Denn wenn ich eine klassische Hausaufgabe, wie früher vielleicht, schreibt die Zusammenfassung einer langen Quelle, jetzt mit Fiete als Aufgabe gebe, dann wird das zu zeitlicher Überforderung führen, einfach weil die Schülerinnen und Schüler sich deutlich intensiver mit ihren Texten beschäftigen. Und das sprengt dann den sinnvollen Rahmen einer Hausaufgabe, für die wir ja in der Regel auch klare Regeln haben. Und das sollte man methodisch unbedingt beachten, denn die intensivere Arbeit mit den Texten oder auch Statistiken etc. erfordert eben Zeit und auch eine methodische Umplanung. Und das ist ein Gesamtbogen, den ich sehr, sehr interessant finde, denn natürlich bietet eine Plattform wie Fiete AI auch ganz neue Möglichkeiten für offeneres, selbstregulierteres Arbeiten, das dann aber mit konkreten Kriterien parallel unterstützt wird, das Lernen, Schreiben beispielsweise auch, aber nicht mehr zwangsläufig im Präsenzunterricht erfolgen muss. Und all das sind Punkte, die ich in diesem Video aufzeigen wollte, denn die sehen auch die Schülerinnen und Schüler sehr deutlich, wie man hier in einer kleinen Auswertung aus meinem Kurs sehen kann, in der sich die Schülerinnen und Schüler ganz klar positioniert haben und gesagt haben, es ist sehr einfach zu nutzen, Fiete gibt mir individuelles Feedback, das hilft mir und vor allem auch, das ist die große Erfahrung, ich würde gerne mit Fiete weiterarbeiten. Und diese Erfahrung mache ich in allen Kursen, in allen Jahrgangsstufen und auch fachunabhängig, dass die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr deutlich den Wert dieses individuellen Feedbacks und wenn es auch von einem Sprachmodell wie ChatGPT kommt, erkennen. Und dass auch viele Lehrpersonen genau diesen Nutzen erkennen, das erlebe ich immer wieder fast wöchentlich in Fortbildungen zum Thema Sprachmodelle und KI. Die Begeisterung ist immer groß in den Kollegien, wenn wir mit Fiete AI arbeiten. Und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass der unmittelbare Nutzen erkannt wird. Nämlich das, was ich vorhin einleitend sagte, das eigene Scheitern im Bereich Feedback. Und das möchte ich auch ganz klar so benennen, weil, glaube ich, viele Lehrkräfte in der Praxis sich genau so fühlen. Sie möchten gerne mehr und individueller unterstützen, mehr Feedback geben und schaffen es einfach nicht, alle Lernprodukte so zu würdigen, wie sie es vielleicht verdient hätten. Und dieser Punkt, das ist das, was, glaube ich, uns in Zukunft begleiten wird, nämlich die große Frage, wie werden wir KI sinnvoll einbinden? Für mich, heute am Beispiel Fiete AI gezeigt, ist es definitiv der Bereich Lernbegleitung und Feedback. Und Joscha Falk hat so schön diese drei Bereiche aufgemacht, in denen wir momentan Erfahrungen sammeln. Und das ist einmal der Bereich der individuellen Tutorsysteme, was wir vor allem mit ChatGPT ausprobieren. Gerade jetzt mit der neuen Version 4.0 bieten sich ganz neue Möglichkeiten individueller Tutorsysteme, wie man an verschiedenen Videos schon sehen konnte. Und da wird es natürlich spannend, wie Fiete und welche Möglichkeiten es hier bieten wird in Zukunft. Zum Zweiten die KI-basierte Textüberarbeitung, wie sie mit DeepL, mit Peer, aber eben auch mit Fiete möglich ist. Und drittens natürlich, und das ist genau das, was ich heute zeigen wollte anhand der fünf Punkte, die ich aufgemacht habe, das Aufgabenmanagement, Lernaufgaben mit KI und durch KI zu unterstützen. Das sind Bereiche, in denen wir schon jetzt Erfahrung sammeln können. Und genau darum soll es ja gehen, im Sinne der 4a, gemeinsam auszuprobieren, zu reflektieren und vor allem auch aktiv zu werden und als Lehrpersonen ganz klar auch mitzugestalten, in dem Sinne, dass wir deutlich sagen, was für uns
Sprachmodelle und künstliche Intelligenz im Unterricht bedeuten können, vor allem auch, wie wir sie konstruktiv und zielführend nutzen wollen für beispielsweise Lernunterstützung. Dafür bin ich Fiete AI sehr dankbar und vor allem Hendrik und Malte, die das Tool entwickelt haben, und bin auch sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergehen wird, denn schon jetzt wissen wir nicht, wie es im nächsten Jahr aussieht. Mit den multimodalen Fähigkeiten haben wir eine wichtige Funktion dazu bekommen, auch für Fortbildung in den Kollegien und um vielleicht noch skeptische Kolleginnen und Kollegen zumindest für das Thema zu interessieren. Spannend wird natürlich sein, wo wir in einem Jahr stehen. In der Zeit wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß beim Ausprobieren, beim Erfahrung sammeln und auch dabei eine eigene Meinung zum Thema zu entwickeln und vor allem ganz praktisch im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern damit zu arbeiten. Alles Gute!